oder die Zero. Also ich kann natürlich versuchen, deine Fragen zu beantworten, wenn du irgendwas hast, aber ich weiß auch nicht. Also ich bin ja, das Problem ist ja auch, dass diese Branche wahnsinnig schnelllebig ist. Aber ich denke jedes Mal daran, wenn ich Monster im Angebot sehe, denke ich jedes Mal daran, ach, jetzt schreibe ich dem Andi und sag hier, da Rewe oder Edeka oder wo auch immer. Und dann denke ich mir immer, du kaufst ja nur beim Norma und beim Penny, glaube ich, ein, ne? Echt? Beim Norma? Ich glaube, der Andi kauft nur beim Norma und beim Penny ein, soweit ich weiß, ja. Und dann dachte ich mir so, ja, dann spare ich mir das lieber nicht, dass ich dir dann auf den Sack gehe, weil ich dir sage, ja, hier beim Rewe gibt es Monster im Angebot. Norma, Mendo, Alter, Norma ist bei mir immer der Running Gag. Norma ist der absolute Ghetto, ist Ghetto-Geschäft. Norma ist auch hat schon nice. Ja, aber ey, Maxi, not bad. Warum ist Norma noch nicht hindurch? Also Norma finde ich echt krass Ghetto. Also ich habe früher mal bei uns in der Heimatstadt habe ich immer Witze gemacht. Also immer so, ja, hey, zum Norma darfst du nicht gehen ohne Klappmesser, muss immer aufpassen. Norma, totaler Ghetto-Laden. Früher gab es noch Schlecker. Das war auch immer heftig. Ich habe einen Bekannten, der wollte einfach... Der hat zweimal denselben Schlecker ausgeraubt und dann haben sie ihn eingekerkert. Schlecker wurde so viel geraubt. Daran erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, die sind nur pleite gegangen, weil die ständig ausgeraubt wurden. Ja, das ist ein bisschen von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich, das stimmt schon. Kaufen wir mal alle die Tetrapack Weißwein. Also bei uns ist der nochmal der Edelverkauf, ja geil. Ja geil. Ja, was sind dann so deine Lieblingsspiele, Kobo? Ich frage doch. Spar gab es damals auch noch, stimmt. Bar und Schlecker, das sind zwei Ghetto-Geschäfte. Also ich mag normale Monster einfach nervt, muss ich sagen. Monster Hunter 3 Ultimate, Monster Hunter 4 Ultimate, Monster Hunter Generations, Ultimate, Monster Hunter World Iceborne, Monster Hunter Rise Sunbreak und sind so ein paar Spiele. Also Monster Hunter. Und so abgesehen von Monster Hunter? Spar kenne ich nicht mal, Leute. Ja, das wird auch noch ein bisschen jünger. Kennt ehrlich gesagt Spar auch nicht. Nicht? Nee. Wir haben eine normale Schwabbelhaut. Nee, wir brauchen. Also ich brauche ein Schild. Irgendwie. Weißt du was, du gibst mir jetzt so auf die Nerven, mir reicht jetzt mit dir, ich sag dir. Ja, hast schon verdient, ne? Also Spar, das war auch mal ein Laden, Lilly. Da gab's mal Einkauf. Oder? Ja, irgendwie sowas. Müssen mal schauen, wenn sich meine Lage mal stabilisiert hat, komme ich mal wieder rum. Oder ihr kommt zu meiner Einweihungsfeier. Ja, oder so. Müssen wir uns mal zusammensetzen und mal quatschen. Magna Malo, Schwanz! Meine kleine Fische, hörst du jetzt bitte auf? Will er nicht, siehst du es nicht? Dirk, schau doch im Monsterlexikon nach den Teilen, was du da verbrechen musst. Ich muss kämpfen, Lilly, ich muss kämpfen. Keine Zeit, irgendwas zu gucken. Ich muss überleben. Hollow Knight, Divinity 2 auf jeden Fall absolut der Shit. Meiner Meinung nach eins der besten Spiele, die es gibt. Ich hab's nie lange gespielt, aber ich weiß, dass es gut ist. Metal Gear Solid 1, oha. Aber Koro, dann bist du auf jeden Fall über 25. Hey, wer ist hier ein Vogel? Du bist unter 25? Dann hast du junge Eltern. Wie alt bist du? Danke dir vielmals für den Lurk, Andi. Danke für den Lurk, Andi. Ach, du bist ein jüngeres. Ich bin einfach das jüngere Geschwisterkind. Ah, okay. Ja.
Irgendwas von Herr der Ringe mit Animation habe ich bekommen, ja. Nee, du überlebst, wirst sehen. Jetzt bist du tot. Nee, hab ich nicht mitbekommen, Johnny. Mit 21? Was? Hab mit 21 noch PS1 und Gameboy-Ära mitgenommen. Pokémon Gold. Geil. Also ich habe Silber gespielt, aber auch geil. Metal Gear Solid 1 und Final Fantasy 7 sind mir bis heute im Kopf. Das sind auch grandiose Spiele. Der Magna will nicht sterben. Nee. Ja. Harry Potter und der Stein der Weisen auf der PS1 waren legendär. Stimmt. Aber Johnny, da muss ich sagen, das auf dem PC war noch besser. Oh je, hoffentlich nicht so ein Slender wie Ring of Power. Ja, hoffentlich. Aber wer macht das? Weißt du da was, Jolly? Hast du das gesehen, wer das macht? Pokémon Gold, Silber. Gold, Silber, Herd Gold und Soul Silver. Einfach nur geil. Stimmt, absolut, ja. Das auf dem PC habe sogar ich noch gespielt. Ja, Mann. Also das fand ich auch... Also ich muss auch sagen, das sind zwei verschiedene Spiele. Das für PlayStation und das für PC sind zwei verschiedene Spiele. Und das war damals... Harry Potter und der Stein der Weisen war eins der besten... Also eins der ersten Computerspiele, die ich selber... auf meinem eigenen Computer gespielt habe. Wo? Ah. Klinge. Deal. Belohnung für Ziele. Belohnung für Fangen. Gar nicht. Okay, wir müssen ihn töten, sonst kriegen wir den nicht. Belohnung für Teile 80%. Zerlegung 16%. Okay, krass. Mein Top-PC-Game früher war Shrek, das habe ich einfach gar nicht gespielt. Ich liebe viele JRPGs und ich bin großer JRPG-Fan, aber muss sagen, dass für mich das Genre mittlerweile tot ist, liegt nicht an den Games, sondern an mir. Da wächst man leider irgendwann raus, wenn man Pech hat. Ich muss sagen, Koro, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist hauptsächlich das Problem bei JRPGs mittlerweile, dass ich mag, also mein liebster Final Fantasy Teil ist der Final Fantasy 10, also Final Fantasy X, ne? Und nee, es war ein Wecker. Und ich muss sagen, ich mag einfach das Kampfsystem aus Final Fantasy 10. Ich mag dieses rundenbasierte Zeit, sich Zeit lassen, das feiere ich einfach. Und die ganzen neuen Final Fantasy gefallen mir alle nicht, weil die alle so actionlastiges Kampfsystem haben. Deswegen mag ich zum Beispiel auch die Tales of Spiele meistens nicht, weil die auch alle so ein actionbasiertes Kampfsystem haben eben. Aber ich muss sagen, es gibt ein Spiel, das ist total klassisch und trotzdem einfach der Hammer, und das ist halt Dragon Quest. Also Dragon Quest ist so ein Spiel, das hat sich gar nicht irgendwie, ist nichts Neues dabei, keine Verbesserungen, keine großen Veränderungen oder sonst irgendwas. Aber es, also, ich glaube, Teil 11 war das, oder? Streiter des Lichts. Boah, das war so geil. Und auch Dragon Quest 8 ist auch eines meiner absoluten Top-Titel. Dragon Quest ist einfach richtig gut. Ich liebe halt auch Akira Toriyama. Ich mag das Design von dem. Und deshalb, Dragon Quest ist einfach der Hammer. Dragon Quest einfach super gut. Tales of Arise ist so langweiliger Schmutz, komplett enttäuscht worden. Ich habe in die Tales of Spiele, wie gesagt, gar nicht reingeguckt. Ich hatte keine Berührungspunkte mit den Tales of Spielen. Und deswegen keine Ahnung. Also einzige Tales of... Ich habe Vesperia, glaube ich, gespielt. Ein bisschen. War dann aber auch irgendwie... ja... Nee, also sonst bin ich eigentlich bei diesen... Was auch noch ganz geil ist, ist sowas wie zum Beispiel Chrono Trigger fand ich super. Aber ist halt auch schon übertrieben alt. Das ist halt... Ja, geht so. Für Clone Wars noch super RTL. Ich habe leider gar keinen Fernsehen, Riss. Nee, ich muss um 20 Uhr normalerweise aufhören zu essen. Sonst werde ich fett.
Jedes JRPG bedient dieselbe Nische, behandelt dieselben Themen und irgendwann kämpfst du gegen Gott, rettest die Welt und allen geht's gut. Das ist auch mega nice, aber irgendwie fehlt mir der Grund, 100 Stunden in eine Story zu stecken, die ich kenne, ohne sie gespielt zu haben. Natürlich, Chrono Trigger, Chrono Cross, Dragon Quest 8, Final Fantasy 6, 7, 10 sind so meine JRPGs Favoriten. Ja, also Dragon Quest 8, ne? Dragon Quest 8, das finde ich absolut der Shit. Also die Reise des verwunschenen Königs finde ich ja einfach nur noch krass. Das ergibt keinen Sinn, Doc. Du wirst auch vor 20 Uhr dicker. Nein, wenn du Intervall fastest, dann hast du gewisse Zeiten, Lilly, in denen du isst und in denen du nicht isst. Und wenn du in den Zeiten, in denen du Intervall fastest, nur isst, dann wirst du nicht fetter. Aber ich fühle dich, Koro. Ich weiß, was du meinst. Chrono Trigger hat doch Remake auf Steam bekommen auf Steam. Ja, aber es sieht halt wahrscheinlich aus wie das alte oder vielleicht ein bisschen besser. Aber das sind, die Remakes sind auch nicht so geil. Ich bin dann eher so, zum Beispiel, was ich auch richtig geil finde, ist 16.8. Beste Strategie, um nicht zuzunehmen. So simpel und doch so effektiv. Ganz genau. Wann esse ich? Zwischen 12 und 20 Uhr. Als Informatiker versucht man immer die besten Lösungen zu nutzen. Problemlösung. Also du willst jetzt wahrscheinlich nicht nochmal Magna Malo machen? Nee. Was brauchst du? Ich brauche einen Schild von Magna Malo, um mein Schwert und Schild zu machen, aber wir können auch was anderes machen. Ist nicht so wichtig. Ja, nee, ist nicht. Ja, nee, ist nicht so wichtig. Wie gesagt, weil ich muss jetzt kein SNS machen. Ich kann ja mit meiner Switch X spielen. Ich brauche Magna Malo Schild. Einen. Ja, also JRPGs sind, finde ich, super. Aber man muss halt, also ich mag das ehrlich, es ist voll krass. Also ich bin eigentlich echt ein Fan von Neuerungen in Spielen, außer es sind irgendwelche Bethesda-Spiele, weil die Neuerungen immer scheiße sind. Aber bei JRPGs bin ich gerne, habe ich gerne dieses, das einfach das Alte. So, ich will das klassisch haben. Ich will kein großes, ich mache dieses anders, ich mache jenes anders, sondern wirklich einfach Dragon Quest. Und wenn dir aber Dragon Quest 8 gefallen hat, dann Let's Go, Streiter des Lichts, einfach richtig gut. Echt. Ich meine, ja, die Story ist wieder dieselbe im Endeffekt, aber es ist einfach super. Also, nee, es überrascht dich. Also, es hat uns mehrfach überrascht, ne? Wo wir gesagt haben, wow. Ja. Muss ich schon sagen. Ist auch viel düsterer, als man so denkt. Genau. Und ja, jetzt mit dem Magna Malo anmachen. Nochmal Magna Malo. Mit was hast du gerade gespielt? Achso. Welches Spiel auch sehr gut ist, wenn man JRPGs mag, aber mal was anderes haben will, ist Persona. Persona 5, Koro, hammermäßig. Persona 5 brauchst du. Persona 5 brauchst du, wenn du noch nie in Persona vorher gespielt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal vorher Persona gespielt hast, dann ist es schwer reinzukommen. Aber wenn du drin bist, dann bist du hooked. Also die Story ist einfach krass. Also die Story von Persona ist super erwachsen. Und warte mal, 15 Stunden, dann hast du ja wahrscheinlich die erste Story noch gar nicht richtig erlebt. Also du bist wahrscheinlich schon in diesem Palast drin, aber was da so abgeht, das ist so durchgeknallt, ohne Scheiß, Koro. Also das ist sehr erwachsen. Persona 5 ist kein Kinderspiel. Bin jetzt mit dem Lehrer fast fertig, genau. Und das ist Persona 5 läuft da so ab, dass du immer wieder solche Geschichten hast. Und die erste Geschichte mit dem Lehrer, die ist ja, da geht es ja irgendwie um was geht es um Missbrauch, glaube ich, oder so, ne? Ja, die Kleine da. Ja, nicht spoilern, ich habe nur die Frage gestellt gerade, weil er sagt hier, Lehrer fast fertig. Ja, wie hieß er denn? Ich hatte den Namen letztens noch auf der Zunge. Es ist auch schon ewig her, dass wir es gespielt haben. Aber das ist auf jeden Fall auch richtig gut. Kirishima? Kirishima? Hieß er Kirishima? Ich weiß nicht mehr, aber ich weiß, wer der wäre. Ich finde es auch so geil, wie er. Der hat so viel Zeug beachtet, wie zum Beispiel, wie er in seinem eigenen Schloss rumläuft, nur in Unterwäsche mit diesem Königszeug und ist Hammer. Also, Persona, psychological as fuck. 439, was? Ah, Kamoshida, genau, Kamoshida hieß er. Boah, das war echt ein Wichser. Genau, und es kommen noch mehr Wichser, also das ist eben das Geile, also es ist.
ich muss schon sagen, Persona 5 war sehr gut. Aber es ist halt auch so ein Spiel, wo du halt 150 Stunden reinblasen musst, also... Ich habe Persona nie geblickt, aber auch nie gespielt. Raz. Raz, du magst doch Anime. Persona 5, also Persona insgesamt, ist halt... Wie... Ich weiß gar nicht, mit was man Persona vergleichen kann. Das Game war schon nice bis jetzt. Vor allem mag ich Ryuji sehr gerne. Ich mag halt alle. Also ich finde halt alle super. Ja, aber ich bin auch nie mit JRPGs. Ach so, du hast gar nicht mit JRPGs. Das ist natürlich ultra sad. Also, aber das gibt's. Also das, ich kenne mehrere Leute, die sagen, boah, nee, die haben keinen Bock auf rundenbasiertes Kampfsystem. Ich finde das halt voll entspannt, weil ich dann halt einfach mich hinflacken kann und dann kann man da ein bisschen denken. Dann geht es ja auch, wird es auch alles ein bisschen strategischer mit der Zeit. Also es ist dann nicht mehr... Es ist nicht mehr skillabhängig, sondern nur noch davon, wie gut dein Gehirn funktioniert quasi. Und du kannst Gegner umhauen, die du normalerweise nie schaffen würdest, wenn du das nur richtig machst. So. Weil JRPGs sind im Endeffekt nichts anderes als Pokémon, nur viel komplexer. Also nicht alle, aber viele. Also gerade ein Persona ist viel komplexer als ein Pokémon, aber im Endeffekt dasselbe. Ich bin so jemand, der voll die Commitment-Probleme hat. Ich mag gerne bei dem bleiben, was ich kenne und mag es nicht, mich auf Neues einzulassen. Beim Gaming genauso, aber ich muss einfach mal weg von diesem Mindset. Alter, dieses Problem habe ich, also ich habe da schon oft drüber nachgedacht, wie man das so ein bisschen in Worte fassen kann, aber bei mir ist es so, es gibt so Spiele, ich liebe diese Spiele, okay? Ich habe so richtig Bock, diese Spiele zu spielen. Aber sobald ich zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist The Witcher. Als ich das erste Mal The Witcher gespielt habe, war das alles geil und es hat ultra Spaß gemacht, bis ich nach Skellige kam. In dem Moment, wo ich quasi in Skellige war, ist es genau dasselbe Problem bei mir. Es kommt was Neues dazu und es ist bei mir immer so ein... So jetzt, als würde mein Kopf sagen, ich muss alles von vorne machen und ich habe keinen Bock mehr. Das ist so hart oft bei irgendwelchen Spielen bei mir so und das regt mich übertrieben auf. Und auch Fallout zum Beispiel. Fallout 4 war bei mir genauso. Ich wollte das spielen unbedingt, ich hatte richtig Bock drauf gehabt und dann kommt man in die erste Stadt und ich habe keinen Bock mehr. Es ist rum. So. Und das ist halt echt oft bei mir so und das ist echt super anstrengend. Und das ist aber im Endeffekt dasselbe Problem. Ich muss im Endeffekt mich einfach nur darauf einlassen und das akzeptieren. Und wo war das zum Beispiel? Deswegen hat mir God of War, die 2017er Version, ist 2017, 2018, 2019, keine Ahnung, bis für PlayStation halt, ne? PlayStation 4. Das hat mir so viel Spaß gemacht, ich konnte das an einem Stück durchziehen, weil du bist nicht irgendwie groß in andere Welten. Natürlich, du gehst über diese anderen Welten, wie, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, halt, du weißt, wie heißt es, Niflheim und wie sie heißen. Aber du bist da nicht wirklich, sondern du bist eigentlich die ganze Zeit in dieser Hub-World unterwegs und alles passiert in dieser Hub-World. Du hast nicht diesen Abschluss, diesen Neustart quasi. Und das war auch bei mir damals, hat das Persona 5 für mich auch gekillt. Als ich mit Kamoshida fertig war, hatte ich keinen Bock mehr. Weil ich mir gedacht habe, oh, jetzt neue Welt und bla 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 und dieses und jenes ist drin. Weißt du? Und das ist so scheiße, weil man verbaut sich dadurch selber so viele geile Sachen. Das ist wie mit Leuten, die kein Anime mögen. Die mögen kein Anime, weil das ist Zeichentrick oder haben sich nie richtig damit beschäftigt oder können sich nicht darauf einlassen oder sonst irgendwas. Und ich bin aber der festen Überzeugung, dass die besten Geschichten und die besten Stories insgesamt halt so, ne, aus dem Anime kommen. Also die besten Geschichten sind meiner Meinung nach im Anime, ne? Anime ist Kinderzeug, genau, ja. So, ich zocke jedes Jahr nur eine Handvoll neue Games und lese eine Handvoll neue Sachen, weil 80% meines Konsums halt replayen und rewatchen ist. Weißt du, nach was das klingt? Das ist nach einer Angststörung. Ja, das klingt nach einer Angststörung, ja. Das ist nämlich bei mir auch so. Nein, ich habe das auch nicht so. Ich mag das auch nicht. Ich muss ganz viel altes Zeug konsumieren. Ich bin so ein richtiger Nostalgiker. Ich spiele momentan zum Beispiel Zelda Ocarina of Time. Einfach für den Nostalgiefaktor, weil mir das einfach ein gutes Gefühl vermittelt. Aber ich habe mich halt mittlerweile so voll drauf eingelassen, ich will halt neue Sachen haben. Wie zum Beispiel auch Starfield ist das beste Beispiel. Das ist ein Riesending. Immer die Angst, dass die nächsten Stunden Enttäuschung sein könnten. Ja, genau. Starfield ist auch so ein Riesending und es tut mir super schwer, mich da reinzufinden. Aber ich sage mir dann selber, nein, das ist bestimmt geil und alle sagen, das ist gut.